verraten, wohin sie gegangen ist. Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Ich wusste ja nicht einmal, dass ihr Labor überhaupt existiert. Sie hatte ein Alchemielabor in ihrem Gesellschaftszimmer, aber nichts, was an das hier auch nur im geringsten herankommt. Wenn ich mir die Gerätschaften und Zutaten so ansehe, sieht das aus, als hätte sie an ihren Totenbeschwörungsfähigkeiten gearbeitet. Ich weiß es nicht. Sicher nicht Langlebigkeit. Das wäre Zeitverschwendung für einen Vampir. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Meine Mutter war in magische Konstrukte ganz vernarrt. Nein, nicht, was ihr wieder denkt. Sie fand sie schlicht und einfach faszinierend. Ich erinnere mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte. Vielleicht könnt ihr es finden. Sucht weiter nach ihren Notizen. Sie hatte bestimmt ein Tagebuch oder etwas in der Art. Sucht weiter nach ihren Notizen. Sie hatte bestimmt ein Tagebuch oder etwas in der Art.
Hattet ihr schon Glück? Ach ja, lasst sie mich sehen. Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Dann überlasst alles Weitere mir. Seid ihr bereit? Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Natürlich. Worum geht es? Genau dasselbe frage ich mich seit unserer Rückkehr zur Burg. Was wir mit Vater taten, sie war sich dessen so sicher. Ich musste ihr einfach folgen. Über den Preis habe ich nie nachgedacht. Schon möglich. Vermutlich ist selbst eine Vampirmutter immer noch eine Mutter. Sie sorgte sich um mich, um uns alle. Aber sie wollte mich so weit wie möglich von Vater wegbringen, bevor er etwas Furchtbares tun konnte. Ja, ihr habt recht. Es tut mir leid. Ich hatte einfach nicht erwartet, dass meine Gefühle für sie irgendjemanden interessieren könnten. Danke. Also, sind wir bereit? Also gut, dann mal los. In Ordnung? Es hat sicher wehgetan.
Wenn ich genau darüber nachdenke, hätte ich wohl damit rechnen müssen. Tut mir leid. Das ist nicht leicht zu erklären. Das Seelengrab ist, nun, wie soll ich sagen, hungrig. Es versucht, euch eure Lebensessenz zu entziehen. Als Bezahlung. Vielleicht doch, aber ich glaube, die Lösung wird euch missfallen. Vampire zählen nicht zu den Lebenden. Ich könnte vermutlich problemlos hindurchgehen. Ist vermutlich nicht eure erste Wahl, oder? Vielleicht. Wir könnten den Wegzoll natürlich auch auf andere Weise entrichten. Wenn es eine Seele will, dann soll es eine haben. Eure. Meine Mutter hat mir ein paar Tricks beigebracht. Ich könnte nur einen Teil eurer Seele mit Seelenfalle einfangen und den resultierenden Seelenstein den vollkommenen Meistern präsentieren. Das könnte reichen, um sie zu befriedigen. Es würde euch auf unserer Reise durch das Seelengrab etwas schwächen, aber das könnten wir beheben, wenn wir einmal im Innern sind. Vielleicht. Es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe einen besseren Weg für euch. Einen einfacheren. Ihr sollt aber wissen, dass ich euch nicht weniger schätzen werde. Ganz gleich, wie eure Entscheidung ausfällt. Manche Dinge müssen eben einfach erledigt werden. Niemand weiß das besser als ich. Habt ihr euch entschieden? Seid ihr sicher? Ich kann es gerne machen, aber ihr solltet euch das gut überlegen. Ihr bleibt sterblich, aber ihr werdet euch geschwächt im Seelengrab wiederfinden. Verstehe. Lasst euch Zeit. Ich weiß, das ist keine leichte Entscheidung. Denkt gut darüber nach. Seid ihr sicher? Ich kann es gerne machen, aber ihr solltet euch das gut überlegen. Ihr bleibt sterblich, aber ihr werdet euch geschwächt im Seelengrab wiederfinden. Ich weiß, dass das nicht leicht für euch ist. Ich hoffe, ihr vertraut mir. Ich würde nie etwas machen, das euch wehtun könnte. Ich danke euch. Dann lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Ich verspreche, es so schmerzlos wie möglich zu machen. Haltet still. Nur den Himmel an.